Eine Menge Krach machen diese jungen Demonstranten in der Metropole Rangoon in Myanmar. Mit Trommeln und lautstarken Gesängen machen sie Stimmung gegen die Militärjunta. Und das, obwohl die Sicherheitskräfte zuletzt immer brutaler gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Wenn einer von uns erschossen wird, werden wir alle erschossen. Ich trauere um die junge Frau, die in Naypyidaw getötet wurde. Sie ist wie eine Schwester für mich. Ich bin wütend. Wir müssen aber klug bleiben und uns auf friedliche Proteste beschränken. Seit dem Militärputsch vor 3 Wochen gehen tausende Menschen gegen die Junta auf die Straße. Die Militärs reagieren zunehmend mit Gewalt. Mehrere Menschen wurden bei den Protesten getötet. Hunderte weitere wurden festgenommen. Die EU hat Sanktionen gegen Mitglieder der Armee angekündigt. Dazu zählen Einreisesperren und die Einfrierung von Vermögenswerten. Die USA haben ihre Sanktionen verschärft.